heute ganz besonders, einen Ehrengast interviewen zu dürfen. Wir haben ein besonderes Verhältnis zueinander. Ich bin seit vielen Jahren Schüler von diesem Menschen. Es ist Dr. Dietrich Klinghardt, eine Koryphäe auf dem Gesundheitsmarkt oder im Gesundheitsbereich. Er ist seit fast 40 Jahren amtierender Arzt, hat eine Klinik in Amerika, ist Neurologe, hat unzählige Preise schon bekommen als Arzt des Jahres, Umweltarzt des Jahres. Er ist der Entwickler einer Methode, die sich die autonome Regulationsdiagnostik nennt, beziehungsweise ein ganzes System, die Klinghardt-Therapie. Dr. Dietrich Klinghardt, es ist meine Ehre, dass du dabei bist. Schön, da freue ich mich. Ja, es ist so, wie bist du zu dem Thema gekommen, dass chronische und akute Infektionen irgendwie wichtig sind für die Gesundheit? Wie kam das an dich ran? Ja, eigentlich relativ einfach, oder? Ich habe, wie viele andere Ärzte auch, immer das Bedürfnis gehabt, Leuten zu helfen. Und es ist klar geworden über die Jahre, dass chronische Krankheiten heute sehr viel wichtiger geworden sind als die akuten Krankheiten. Akute Krankheiten, da ist unsere Schulmedizin relativ gut und kann vieles lösen. Aber was chronische Krankheiten angeht, hat die Schulmedizin insgesamt versagt. Es ist heute immer noch so, dass die Ursachen der chronischen Erkrankung, wie zum Beispiel die Vergiftung mit Aluminium oder Quecksilber, von der Schulmedizin nicht anerkannt wird. In England zum Beispiel wird damit umgegangen, indem einfach den Ärzten ein Brief geschrieben wird, dass sie nicht mehr testen dürfen für Schwermetalle. Dadurch ist England plötzlich schwermetallfrei. Du hast es auch mitgekriegt, den Kampf mit der Lyme-Borreliose, das geht jetzt seit Anfang der 90er Jahre, dass die großen Koryphäen in der Schulmedizin entweder noch die Borreliose verleugnen, als dass sie überhaupt existiert, die chronische Borreliose, chronisch persistente Borreliose. Oder die Kollegen an der Uni sind bereits die Weltexperten geworden. Oder das heißt, in der Schulmedizin hat immer ein großer Widerstand bestanden gegen die Achtung von chronischen Erkrankungen. Und jeder von uns Ärzten, der im Feld ist, der wirklich Patienten sieht, und helfen will, muss an der Schulmedizin vorbeischauen und schauen, was wirklich in der Wissenschaft bekannt ist. Und es geht in der Schulmedizin immer länger, bis Dinge, die in der Wissenschaft gefunden werden, umgesetzt werden in medizinische Handlung. Und es hat einfach zu tun mit den Special Interests, oder dass die dass es bis vor kurzem zum Beispiel für die Borreliose keine wirklich praktische Lösung gab, auf pharmakologischer Ebene zu behandeln, sondern dass die Behandlung sehr viel weitgreifender sein musste und andere Dinge einbezieht, wie zum Beispiel Diät und Entgiftungsmaßnahmen, die von der Schulmedizin immer noch nicht anerkannt sind. Die Geschichte könnte immer länger gehen, aber für mich persönlich war es einfach so, ich kam in die USA und sah, dass dort chronische Krankheitsbilder wesentlich häufiger waren, bis Anfang der 80er Jahre, als in Deutschland. Und was heute bekannt ist, dass die USA von der Umweltverschmutzung und damit auch der Verschmutzung der Körper in etwa 10 Jahre voraus ist, vielleicht sogar mehr. Und von daher hatte ich die Möglichkeit, in den USA diesen Unterschied wahrzunehmen und zu wissen, okay, das Einzige, was anders ist in den USA als in Deutschland, ist die Vergiftung der Nahrungsmittel mit Glyphosat, die Fluoridierung vom Trinkwasser, Aluminium in der Luft, die wir einatmen. Es war relativ einfach, den Unterschied herauszufinden und das umzusetzen in Aktivität und Leuten zu helfen, aufgrund dieser einfachen Einsichten. Und der Erfolg, den ich als Kliniker dann hatte, hat einfach bestätigt, dass meine Beobachtungen korrekt waren. Und
Ja, was sich natürlich ergeben hat, ihr kennt das alle, wenn man einer Familie hilft, die bei vielen Institutionen war, ohne dass dort geholfen wurde, dann schickt diese Familie, schickt dann ihre Kinder, ihre Neffen, ihre Onkel und plötzlich ist die Praxis voll mit Leuten mit chronischen Erkrankungen. Mhm. Und das ist eigentlich so eine kurze Beschreibung, wie ich dahin kam. Ja. Das Thema chronische Erkrankungen, so allgemein gefasst, wenn es zusammenhängt mit chronischen Infektionen, gibt es da irgendwie so Besonderheiten, wo man sagen kann, also das sind so typische Symptome, woran eine Familie, also Mama, Papa oder an den Kindern erkennen kann, ah ja, dahinter könnte jetzt eine chronische Erkrankung stecken. Also es gibt eine chronische Infektion stecken. Mhm. Ich möchte vielleicht noch ein bisschen weiter ausholen, ja, durch die du weißt und die Zuhörer wahrscheinlich auch, dass ich ein eigenes diagnostisches System entwickelt habe, die autonome Response-Diagnostik. Sieht von außen her aus wie ein gewöhnlicher kinesiologischer Muskeltest, aber die innere Arbeitsweise ist doch anders. Und die hat uns erlaubt, bereits in den 80er Jahren tiefer einzudringen. Wenn zum Beispiel jemand einen Bandscheibenvorfall hatte, konnte ich bereits um 1990 herum mit dem Test sagen, Bandscheibenvorfall ja, aber diese Bandscheibe war geschwächt durch Borrelien, die in der Bandscheibe sitzen und die auffressen. Das konnten wir mit Labor dann bestätigen. Und im Allgemeinen war es bis heute immer so, dass unsere Diagnostik, der schulmedizinischen Diagnostik, immer einige Jahre voraus war. Ich habe es ja geschafft, vor 2017 im März eine Veröffentlichung zu machen im American Journal of Immunology, ja, wo wir zeigen konnten, dass das, was wir mit unserer ART-Diagnostik finden, dass wir das in jedem Fall hochsignifikante Korrelation bestätigen können mit der weit fortgeschrittensten Labordiagnostik. Und es war bereits in den 90er Jahren klar, dass fast alle Schmerzerkrankungen sind das Ergebnis von persistierenden, nicht abgemachten, sondern persistierenden Infektionen. Mhm. Ob das nur eine Herpes Zoster ist oder Borrelien oder Babesien, das ist dann nochmal eine zweite Sache. Aber wir haben gefunden, zunächst mal begrenzt auf Schmerzerkrankungen, dass fast alle Schmerzerkrankungen, einschließlich der Arthrosen, die steril sein sollen, dass wir gefunden haben, dass das alles persistierende Infektionen sind. Und von dort aus dann war der Schritt nicht weit, herauszufinden, dass die chronische Müdigkeit, die Fibromyalgie, die eher unspezifischen Erkrankungen, die Schlaflosigkeit, das Gefühl, allgemeine Schwächegefühl, das heute so weit verbreitet ist, das ist wirklich im Zentrum dieser Erkrankungen stehen immer Unerkannte bis zu dem Zeitpunkt, wo ich den Patienten sehe, undiagnostizierte chronische Infektionen im Mittelpunkt stehen. Mhm. Warum diese Infektionen heute so wichtig geworden sind? Oder früher wusste man, starben die Leute an der akuten Pneumonie, am akuten Magengeschwür. Das haben wir heute gut im Griff, auch mit der Schulmedizin. Aber was neu ist und zunehmend weit verbreitet, sind die chronischen Krankheitsbilder. Und der Grund, warum das bis jetzt übersehen wurde, weitgehend oder in der Schulmedizin nicht anerkannt wurde, ist, dass chronische Infektionen verhalten sich anders als die akuten Infektionen. Wenn jemand schwer krank ist von einer akuten Infektion, sind es die eigenen Immunreaktionen, die das Krankheitsbild ausmachen. Bei den chronisch persistierenden Erkrankungen hat sich das Ganze ein bisschen verschoben. Ja, die Erkrankungen sind deshalb chronisch geworden, weil die Keime es geschafft haben, durch eine Vielfalt von Mechanismen sich vor unserem Immunsystem zu schützen oder zu verbergen. Und das ist was Neues, was man früher nicht gesehen hat. Ich bin übrigens schon 45 Jahre
das arzttätige Junge. Ja, und habe die Veränderung der Krankheitsbilder erlebt, hautnah und an meinen Patienten. Und for example, mal ganz, ganz blödes Beispiel, eine Patientin von mir, die war ausbehandelt, soweit es geht, für eine Borreliose, geht ihr gut, sie hat ein gesundes Kind zur Welt gebracht und kam zu mir in die Praxis mit einem geschwollenen Knie. Sie wohnt weit weg, 2000 Kilometer weit weg. Und das heißt, sie war zuerst bei den Institutionen, die ihr zur Verfügung standen, Unikliniken und so. Dort wurde punktiert und ihr gesagt, ja, das ist jetzt steriler Erguss. Dann kam sie zu mir, dann habe ich wieder punktiert, Flüssigkeit abgenommen und anstatt es zu einem konventionellen Labor in der Uniklinik zu schicken, habe ich sie zu einem PCR-Labor geschickt, also wo nach den genetischen Kennzeichen geschaut wird von Keimen. Und sie hatte 46 erkennbare Spezies von pathogenen Keimen im Kniegelenk, oder? Und das ist die beste Medizin. Und Klinghardt, der Landarzt, der einfach ein anderes Labor, das auch anerkannt ist in der Schulmedizin, verwendet, um zu bestätigen, was wir mit ART, mit unserer Handdiagnostik gefunden haben, zu finden. Und das ist neu. Ja, einmal, dass wir Diagnostik zur Verfügung haben heute, die zum großen Teil das bestätigt, was wir finden mit unserer einfachen manuellen Diagnostik. Aber auch das Verhalten der Keime, dass wir alle dicht besiedelt sind, sowohl mit guten Keimen als auch mit pathogenen Keimen. Diese Einsichten sind relativ neu und die Vorgehensweise diagnostisch und therapeutisch ist völlig anders als das, was wir als junge Ärzte damals gelernt haben an der Uniklinik. Und spannend für mich ist, dass die Lehre an den Unikliniken, sowohl ich habe Überblick hier in den USA, Kanada, Deutschland, Österreich, Schweiz, dass die Lehre an der Uniklinik eigentlich stecken geblieben ist vor 50 Jahren, ja, dass sich wenig geändert hat. Dass unter dem Einfluss der pharmazeutischen Interessen, klar gibt es jetzt die Biologics, wo man vielleicht 15% der Krebspatienten helfen kann. Mhm. Und es gibt immer neuere antientzündliche Mittel, die zum großen Teil mehr Nebenwirkungen hatten als die alten Mittel, ja, aber neue Namen, die ständig auftauchen. Und dass die Schulmedizin langsamer gewachsen ist, als die Krankheitsbilder sich verändert haben. Ja, so ist es für mich immer wichtig, diesen Punkt zu sehen, dass die Schulmedizin ist nicht schlecht, nicht böse, aber sie ist ein System, das zu langsam nach vorne geht, während die Erkrankung, ja, man kann es einfach sagen, wenn die Erkrankung sich mit der Geschwindigkeit von einem fahrenden Auto verändern und die Schulmedizin folgt diesem Auto mit der Geschwindigkeit eines Fußgängers, dann fällt die Schulmedizin immer weiter zurück in ihrer Fähigkeit, wirklich zu helfen. Und an den Unikliniken ist es einfach, ein Patient kommt rein, den sieht man als Arzt nur einmal, macht eine Diagnose, behandelt und hat keinerlei Verantwortung dafür, ob es dem Patienten hinterher besser geht oder nicht. Und die Schulmedizin hat den einfachen Weg gefunden. Wenn es nicht klappt, beim ersten Mal wird ein zweites Mal versucht und wenn es dann nicht klappt, kommt die Überweisung zum Psychiater. Ja, mein Bruder ist Psychiater und ich kenne diesen Weg sehr gut. Wenn man aber in der eigenen Praxis ist und ist verantwortlich für Familien, für 20, 30 Jahre und für das Wohlgehen und dass die Kinder, selbst gesunde Kinder auf die Welt bringen, dann ist die Verantwortung viel, viel höher. Und von daher hat sich für mich eben eine ganz andere Medizin entwickelt, die du ja gut kennst. Und du kannst mir jetzt Fragen stellen dazu und ich werde es so präzise wie möglich beantworten. Ja, was du sagst, ist im Grunde genommen das, was ich auch täglich in der Praxis erlebe. Es sind Familien, die zu mir kommen. Meistens fängt es an mit der Mama, die irgendwie, der es nicht gut geht, die schwach ist, die keine Energie mehr hat, nachdem sie das zweite Kind zur Welt gebracht hat. Und oft ist dann so, dass es sich ja so widerspiegelt beim Vater beziehungsweise bei den Kindern. Das heißt,
so diese Gesamtenergie und Gesundheit, die fehlt so ein bisschen. Und das erleben wir auch ständig in der Betreuung dann von den Personen, von den Menschen. Die große Frage ist, die ich auch immer wieder an die angetragen bekomme, die ich auch jetzt an dich gerne weitergeben möchte, welchem Arzt kann man noch vertrauen? Also ich habe häufig diese Schwierigkeit, Patienten sind bei 10, 15 verschiedenen Ärzten gewesen und sind absolut resigniert und häufig auch finanziell wirklich am Ende. Also die haben so viel Geld ausgegeben und niemand konnte ihnen helfen. Wie können gerade jetzt so die Teilnehmer oder Zuschauer, die jetzt zuschauen, wie können die eine Sortierung machen, wo es sinnvoll ist, hinzutendieren und hinzugehen und wo eben eher nicht? Hast du da einen Ratschlag oder einen Tipp? Ja. Naja, im Prinzip ist es so, dass heute jeder in irgendeinem Heilberuf muss eigentlich zuerst vor allen anderen Qualifikationen Umweltmediziner sein. Ja, dann ist es, du und ich wissen beide, dass der Grund, warum sich Krankheiten verändert haben, ist das innere Terrain, ja, die Belastung unserer Matrix, unserer Strukturen mit Schwermetallen, mit Glyphosat, mit der ganzen Agrochemie, die übers Essen in uns reinkommt und die Nanopartikel von Aluminium und anderen Stoffen, die in die Luft gespritzt werden. Auf diesem Hintergrund, es ist wirklich dieser Hintergrund, der einen Wachstumsboden, ein Wachstumsmilieu erzeugt hat, sodass Keime, die früher nicht pathogen waren oder wenig pathogen waren, heute hochgradig aggressiv werden. Wir wissen, dass die Lipopolysaccharide sind Gifte, die ausgeschieden werden von Keimen, die eigentlich normalerweise in uns waren. Aber diese Keime fühlen sich heute bedroht durch die Giftstoffe und vor allen Dingen durch den Handysendefunk. Und Keime aktivieren ihre Genabschnitte, die für Tausende von Jahren geschlafen haben, die es den Keim möglich macht, eine Antwort zu geben auf die chemische Belastung, die wir ihnen präsentieren. Und diese Antwort ist eine toxische Antwort, die dann zu massiven Reaktionen unseres Systems führt. Ja, einmal Keime erzeugen Biotoxine, das ist der Hauptmechanismus. Und diese Biotoxine können alles lahmlegen, was wir zum Leben brauchen. Unsere ganzen Entgiftungsenzyme werden lahmgelegt, aber auch die vieles in der Neurologie wird blockiert, vieles in der Verdauung wird blockiert und. Und eine Sache, die fast immer übersehen wird, ist, dass die chronische Müdigkeit, die du erwähnt hast, oder die Erschöpfung, offen ist es ein Selbsterhaltungsmechanismus vom Patienten, der, wenn die Stoffwechselwege blockiert sind, die wir zum Leben brauchen, dann muss jede Zelle muss ihre Arbeitsleistung verringern, um weniger Schlackstoffe zu erzeugen, um weniger Nährstoffe anzufordern, weniger Sauerstoff anzufordern. Und die chronische Müdigkeit ist fast immer die beste Lösung, die die Zelle gefunden hat, um zu überleben. Dass der Gesamtorganismus überlebt, der ganze Metabolismus wird nach unten gefahren, um in diesem Umfeld der enormen Belastungen existieren zu können, ohne viel Energie zu verbrauchen. Ja, und so, es wird sehr komplex, wenn man in die Details schaut vom Immunsystem, da bist du ja sehr super geworden, und die verschiedenen Stoffwechselwege verfolgt. Aber im Prinzip ist chronische Erkrankung, die Vorbedingung ist eine Belastung vom Gesamtorganismus mit Schadstoffen. Und je nach Genetik sind manche von uns können noch besser damit umgehen als andere. Dann das Zweite ist der Elektrosmog, der Einfluss vom Handysendefunk, der enorm ist und was publiziert ist, oder macht die DNA kaputt. Das heißt, ähnlich wie ionisierende Strahlung, aber es wird völlig missachtet, dieser Teil der Literatur. Und das andere, was für uns, für unsere Arbeit direkt wichtig ist, dass die WLAN, die Radiowellen, mit denen wir
heute 24 Stunden pro Tag bombardiert werden, blockieren praktisch alle Entgiftungsenzyme, die wir haben. Das heißt, wir haben mehr Gifte in der Umwelt, aber die Mechanismen, die wir haben, sind heute wesentlich, werden jeden Tag mehr geschädigt als am Tag vorher. Und dadurch ergibt sich ein Rückstau von Giftstoffen im System, wo wir auch mit den besten Entgiftungsmethoden immer weiter zurückfallen, immer weiter hinterher hinken. Und spannend für mich ist, dass die Entgiftungssubstanzen, die wir zur Verfügung haben, von Regierungsseite in allen Ländern heute immer mehr eingeschränkt werden, so als ob ein kollektiver Wille zur Selbstzerstörung da wäre. Ja, in den USA wurde das DMPS verboten. Oh. In Deutschland war bis vor kurzem noch DMSA ohne Rezept verfügbar, heute nur noch mit Rezept. Das heißt, es sind nur noch Ärzte, die ausgebildet sind in der Umweltmedizin, die überhaupt wissen, dass es DMSA gibt. Und ja, Heilpraktiker und andere Lehrberufe können den Leuten nicht mehr einfach Empfehlungen aussprechen für wichtige Entgiftungsmaßnahmen. Mhm. Sodass ich auch sagen möchte, dass die ganze Thematik, die wir hier besprechen, chronische Erkrankungen, die Ursachen, heute verschlimmert werden von Regierungsseite, anstatt dass wir unterstützt werden in diesem enormen Bedarf, der hier besteht. Ja, dass immer mehr größere Steine in den Weg gelegt werden, um Leuten zu helfen, anstatt zu helfen. Und so, dass ich nicht mehr drüber wegsehen kann, dass von politischer Seite, und es ist egal, ob ich nach Deutschland schaue, Österreich, Schweden, Holland, Frankreich oder in die USA, dass unter den Politikern ein kollektiver Wille besteht, diesen enormen Umweltdruck, der heute besteht, zu verleugnen und uns die Werkzeuge wegzunehmen, die wir diagnostisch brauchen, aber auch behandlungsweise brauchen. Ja, sodass wir immer mehr gezwungen werden, im Bereich der Natur zu schauen nach Lösungen, was uns bis jetzt auch gut gelungen ist. Aber auch hier werden kollektiv die Mittel immer mehr beschnitten. Oder du weißt, dass seit die Europäische Union besteht, jeden Tag werden uns Mittel weggenommen. Stevia. Ja, Stevia ist ein tolles Mittel zur Behandlung der Borreliose. Nur Coca-Cola darf es verwenden. Aber wir dürfen es nicht verwenden. Das ist doch spannend, oder? Oder Pflanzen wie Artemisia annua, die fantastisch sind, zur Behandlung von chronischen viralen Erkrankungen, Epstein-Barr, Herpes Typ 6, aber auch für Babesien, Borrelien. Sobald die ersten Studien rauskamen, wie wichtig diese Pflanze ist, wurde sie uns weggenommen. Berberin, besser als Metformin, was die Krebstherapie angeht und die Behandlung von Typ 2 Diabetes. Sobald die ersten Studien rauskamen, wurde uns das weggenommen. Die EU verhält sich heute wie ein dunkles Monster, ja, das versucht, überall, wo in der Natur was hilfreich ist, dort einzugreifen und uns das wegzunehmen. Man kann an dem nicht vorbeischauen. Ich kann so ein bisschen als Außenseiter ein bisschen nüchtern dahinschauen und sehe einfach, dass hier ein kollektiver Wille zur Selbstzerstörung besteht, der uns die Fortschritte so langsam macht, was chronische Erkrankungen angeht. Ja, das, was du angesprochen hast, Stichwort vielleicht für die Zuschauer zum Weiterforschen, ist das Codex Alimentarius. Das ist so dieses edle, vielleicht edel klingende Wort, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser ganzen Beschneidung von Nährstoffen, von guten Pflanzen, von Mineralstoffen. Und das ist tatsächlich verrückt. Also es ist wirklich regelmäßig, kommen da Informationen rein, was wieder gestrichen wurde, was wieder fehlt. Stimmt. Aber welche Möglichkeit hat denn jetzt, also was ich jetzt so richtig verstanden habe, nochmal zusammenfasse für die Zuhörer, diese chronischen Infektionen können vor allen Dingen aufgrund der Umweltfaktoren, die sich verändert haben, können die gedeihen und können existieren. Welche Möglichkeiten hat denn jetzt noch der Laie, in Anführungszeichen, oder welchen Ratschlag kann man einer Familie geben, um irgendwie den Körper einigermaßen clean oder gesund zu halten? Ja,
Wir haben natürlich jetzt über viele Jahre Wege gefunden, die super funktionieren. Also erstmal, was besonders ist an den chronischen Infektionen, das sind nicht aber Keime, die im Blut rumschwimmen, sondern das sind Keime, die sorgfältig organisiert sind miteinander in Communities, in Gemeinschaften und in sogenannten Biofilmkulturen leben. Und das ist, jede Körperoberfläche ist bedeckt von Biofilm, aber auch jede interne Oberfläche, Nervenscheiden, die inneren, das Endothel von Blutgefäßen ist voll mit diesem Biofilm. Und in dem Biofilm leben entweder symbiotische, gesunde Keime oder pathogene Keime. Und um an diese Keime dranzukommen, geht die Schulmedizin wieder den falschen Weg. Die Schulmedizin versucht, den Biofilm zu zerstören, um daran zu kommen. Ja, wir wissen, dass wenn man Keime abtöten will, die im Biofilm leben, brauchen wir die über 1000-fache Antibiotikadosis, wenn wir mit schulmedizinischen Antibiotika arbeiten. Und die etwa 40-fache Dosis von Antibiotika ist bereits tödlich für den Menschen. Das heißt, wir sind ums über 20-fache im tödlichen Bereich. Das heißt, machbar. Und deshalb versucht die Schulmedizin im Moment, Wege zu finden, Biofilm zu zerstören. Das heißt aber auch, dass die gesunden Biofilme zerstört werden. Wir haben einen anderen Weg gegangen, indem wir herausgefunden haben, als Lockmittel, wie können wir die Keime aus dem Biofilm rauslocken und dann in den leicht zugänglichen Gewebeschichten abtöten oder eliminieren. Ja, und diesen Weg sind wir gegangen, indem wir einmal Kräuter wählen, die bekannterweise starke keimreduzierende Wirkung haben für Hefepilze, für Viren, für Bakterien, für Mykoplasmen, für Parasiten. Das ist der eine Schritt. Und der zweite Schritt war einfach, diese Kräuter liposomal zuzubereiten. Und das ist nicht schwer. Ja? Und ich kann vielleicht mal ein einfaches Beispiel machen. Ja? So eine, wenn es vertragen wird, ist eine der erfolgreichsten Substanzen immer noch der Knoblauch. Ja? Und wir können zum Beispiel als Laien können wir Knoblauch in den Mixer schmeißen und praktisch ein Knoblauchbrühe, ein Pulp, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, also Pudding-ähnliche Masse. Ja. Und können einfach dazu einen Esslöffel Lecithin dazugeben. Lecithin enthält etwa 9%, 10% Phospholipide. Und das heißt, wenn ich das jetzt im Blender, im Mixer vermische, entstehen kleine, mikroskopisch kleine Fetttröpfchen mit dem Medikament innen drin. Und diese Fetttröpfchen führen dazu, dass Keime, pathogene, hochpathogene Keime aus dem Biofilm austreten, um dieses Fett zu essen. Und wenn sie das essen, ist es wie ein trojanisches Pferd. Fressen sie den Fettmantel auf und dann wird der Giftstoff, der innen drin ist, der giftig ist für diese Keime, freigesetzt. Das ist eine von unseren wichtigen Methoden. Die andere Methode, die immer wichtiger wird, ist die Biophysik. Ja, dass wir mit Magnetfeldern, mit elektrischen Feldern, mit Infrarotlicht, können wir leicht die Keime im Biofilm erreichen. Ja, Ströme gehen mühelos durch den Körper durch. Magnetfelder gehen mühelos durch den Körper durch. Und es ist bekannt, dass es keimwachstumshemmende Frequenzen gibt. Ja, die werden immer häufiger veröffentlicht und sind immer leichter zu finden am Internet. Und es ist jetzt egal, wie diese Instrumente heißen. Es gibt inzwischen, wir haben mal vor kurzem nachgezählt, über 600 verschiedene Geräte, die alle mit Frequenzen arbeiten. Und so auf lange Sicht, wenn Leute selbst ihre Gesundheit in die eigene Hand nehmen wollen, ist es wichtig, dass Leute sich vertraut machen
mit einem dieser Geräte, das im Frequenzbereich arbeitet, das sind guten, das sind andere Geräte in Deutschland oder Österreich. Und die Geräte, sobald sie abgesegnet sind von der Regierung, sind sehr, sehr teuer. Aber sobald sie noch im Untergrund bestehen, sind diese Geräte sehr, sehr machbar finanziell. Mhm. Und so dass wir empfehlen, Biophysik, das ist dieser Bereich, dazu gehört auch die Saunatherapie dazu und auch die Homöopathie, dass die Biophysik kombiniert wird mit Methoden, die chemisch Keime reduzieren und Umweltgifte ausleiten. Ja, so, aber ich gebe einfach mal so ein, ich gebe dir jetzt mal einfach ein Protokoll, was ähnlich wie ein Protokoll. Ja, so, wir haben, was die Umweltgifte angeht, das Wichtigste ist erstmal das Glyphosat und andere Agrochemikalien. Das muss entfernt werden, der Nährboden für viele, viele pathogene Keime. Und es gibt in Deutschland über die Apotheken ein Mittel, das heißt Sonnenmoor. Mhm. Das ist ein Extrakt aus einem Moor, der gefunden ist, der kann diese Giftstoffe aus dem Gehirn, aus den Nervenzellen entfernen. Mhm. Ich betreue eine Firma in Österreich, biopure.eu, wo vieles verfügbar ist, was ich hier erwähne. Für die englisch sprechenden Kunden, die dir vielleicht auch zuhören, oder die Europäer. Ich betreue eine Firma in England, die heißt Key Science, KI und dann Science. Und beide Firmen liefern auch online. Das heißt, alle Produkte, die ich jetzt erwähne, sind für alle verfügbar. Gut, also erstmal das Wichtigste für mich, Agrochemikalien, die müssen reduziert werden. Das Zweite sind die Schwermetalle. Ja, und dann haben wir seit 40 Jahren verwenden wir eine Kombination von Koriander. Das kann entweder als Tinktur gekauft werden von diesen Firmen oder Leute können aber Koriander in den Mixer schmeißen, frischen Koriander. Ja, die Idee ist, so viel Koriander, wie man in einer Hand zusammenballen kann, ist die richtige Tagesmenge, kommt in den Mixer. Und sollte aber auch wieder mit Phospholipiden gemischt werden. Ja, entweder eher professionell, hundertprozentige Phospholipide, die gibt es bei beiden Firmen, ja, die bei Key Science und bei biopure.eu. Wenn wir Korianderliposomal machen, entfernt der Schwermetalle, aber auch Leichtmetalle wie Aluminium aus dem Nervensystem, aus den Knochen, aus den tiefen Geweben. Und dazu brauchen wir ein Bindemittel. Das heißt, wenn wir Stoffe mobilisieren, müssen die im Darm absorbiert und extrahiert werden aus dem Blut. Und dazu verwenden wir hohe Dosen Chlorella. Ja, und das ist eigentlich schon das Wichtige. Und dann von der Biophysik her ist die Abschirmung vor den Radiowellen heute vielleicht die wichtigste Gesundheitsmaßnahme, die jeder selbst ergreifen sollte. Es gibt in Deutschland das Institut für Baubiologie, die Hervorragendes geleistet hat auf diesem Gebiet. Ja, aber im Prinzip besteht es darin, der Schlafplatz muss so radiowellenfrei wie möglich sein. Und dazu verwenden wir entweder ein Abschirmnetz, das so wie ein Moskitonetz, das über dem Bett ist, oder besser die von der Baubiologie empfohlenen Wandfarben. Ja, es gibt Farbstoffe, die einen metallischen Charakter haben und die müssen geerdet werden. Man kann also das ganze Schlafzimmer bepinseln, auch Decke und Boden. Und das Ganze muss geerdet sein. Und diese Farben, hier Swiss Shield ist eine davon, aber es gibt auch andere Firmen inzwischen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man einen Raum hat, in dem man 8 Stunden in der Nacht verbringt, der strahlungsfrei ist. In diesem Raum darf dann allerdings kein WLAN-Router sein, kein angeschaltetes Handy. Und wir bestehen darauf, dass die Sicherungen für diesen Raum ausgestellt werden. Das ist mal so, im Kurzen ist die Nacht und tagsüber haben wir heute Erfahrung, es gibt eine Hautcreme, die die Haut zu einem Abschirmorgan macht. Ja, das ist von Key Science, das heißt E-Shield, E-Shield.
Das ist fantastisch, war mir sehr überrascht. Es gibt auch Abschirmkleidung. Und es gibt die interne Abschirmung durch die Einnahme von Propolis und Rosmarin, sind die zwei wichtigsten Stoffe. Die Benutzung vom Handy. Es gibt eine Studie, die zeigt, dass ein 5-Minuten-Anruf am Handy, 5-Minuten-Gespräch, führt zur Reaktivierung vom Epstein-Barr-Virus für 7 Jahre. Ja, 7 Jahre Aktivität, nur 5 Minuten Telefongespräch. Sodass eigentlich für unsere Patienten die Benutzung vom Handy weitgehend verboten ist. Wir erlauben Lautsprecher oder Texten, aber wenn jemand einen Anruf machen muss, wo eine Person sprechen muss, soll er eine Landline haben, also eine angekabelte Verbindung haben. Das ist ein Riesengebiet und ich glaube, jetzt für das Interview geht es zu weit, aber um chronische Infektionen zu behandeln, muss Aluminium entfernt sein, Quecksilber und Blei muss entfernt sein, wir müssen die Agrochemikalien reduzieren und wir müssen den Elektrosmog reduzieren. Das sind die Wachstumsfaktoren für die pathogenen Keime. Und dann werden unsere verschiedenen Kräutermischungen, die wir verwenden zur Keimbehandlung, wahnsinnig effektiv. Mhm. Ja, und die Kräutermischungen sollten liposomal angefertigt sein. Alles, was man dazu braucht, ist ein Mixer. Wenn es geht, wenn man es noch vertiefen will, später benutzen wir ein Ultraschallgerät. Ja, das gibt's, kostet für 30 Euro. Wird normalerweise gehandelt als Schmuck-Cleaner, wo man Schmuck reinwirft und da wird sauber gemacht, ohne dass man einen Abrieb hat vom Gold. Das ist es eigentlich schon. Was die Kräuter angeht, natürlich hat jeder von uns hat seine Lieblingskräuter, aber das Spannende ist, was sich gezeigt hat, dass die effektivsten antimikrobiellen Kräuter sind die ganzen Küchenkräuter, die jeder kennt. Ja, das ist Thymian, Basilikum, Knoblauch, Petersilie, Schnittlauch. Ja, die ganzen Kräuter, die als Kinder haben wir uns immer gewundert, wieso schmeißt Mutti da diese ganzen Kräuter rein, das schmeckt doch gar nicht. Aber es hat sich eben ergeben aufgrund der Volksgeschichte, dass in bestimmten Gebieten der Erde bestimmte Kräuter verlängern das Leben der Leute und machen das Leben gesünder. Und es sind die Heilkräuter, die wir auch beim Essen benutzen. Wir haben jetzt nun bei den verschiedenen Firmen, Key Science und BioPure, spezielle Kräutermischungen entwickelt, die jeder kaufen kann. Ja, und das Einfachste ist, das heißt der Cocktail, ja, bei BioPure und heißt KI Vita bei Key Science. Das sind liposomal angefertigte Kräutermischungen, die ganz, ganz viel abdecken. Viren, Bakterien, das ganze Spektrum der Borreliose. Und dadurch machen wir es relativ einfach. Ja? Also wir machen diese Entgiftung, den Elektrosmog-Schutz und geben dann, erst dann kommen die Kräuter, die gegen die Infektionen zuständig sind. Und ich komme völlig ohne Antibiotika aus. Ja, das ist spannend für mich, weil als Arzt kann ich Rezepte schreiben und es macht auch Spaß. Und wenn man eine akute Krise ist, wenn was Chronisches akut wird, Antibiotika sind wundervoll. Aber für die chronischen Erkrankungen machen Antibiotika wenig Sinn. Es gibt ein paar neue Ideen bei der Borreliose, das gehört jetzt hier nicht rein, ja, wo ein paar alte schulmedizinische Mittel plötzlich super, super wirken. Das sind aber keine Antibiotika. Und da gibt es gute neue Entwicklungen, ja, aber eben auch, die nicht von der Universität kommen, sondern von Landärzten wie mir selber, die einfach aus dem Bedürfnis, Leuten wirklich zu helfen, entstanden sind. Ja, spannend. Ja, was glaube ich noch wichtig ist zum Thema Entgiften, möchte ich nur einfach nochmal erwähnt haben. Für dich ist es ja so wahnsinnig selbstverständlich, für viele Zuhörer möglicherweise noch nicht. Das Entscheidende ist, dass ja auch keine Gifte nachkommen. Das heißt, man sollte auf jeden Fall über die Zahnfüllungen nachdenken, diese Amalgamfüllungen, und möglichst auch schauen,
weil bei der Ernährung, dass man jetzt guckt, dass man möglichst pestizidfrei das Essen einkauft, sofern das noch geht. Mittlerweile haben zwar auch die Bioprodukte Glyphosat, weil sie einfach ein Teil der Welt sind, aber dennoch wesentlich weniger als jetzt diese rein konventionellen, auf jeden Fall chemisch behandelten Getreide und Gemüse und Obstprodukte. Also das ist, glaube ich, noch ganz wichtig so für den Zuschauer. Ich weiß, in deiner Behandlung ist es absolut selbstverständlich, dass Patienten zu dir kommen, die kein Amalgam mehr im Mund haben, weil es einfach alles blockiert, das Quecksilber darin. Ja, vielleicht ein paar Sachen über die Zähne. Oder früher ging es, dass Leute mit ein paar Amalgamfüllungen und einer Wurzelfüllung trotzdem ein normales Leben hatten. Heute ist die Gesamtbelastung von uns so hoch, dass sich keiner mehr leisten kann, Giftquellen im eigenen Körper zu haben. Und dazu gehören natürlich alle Metalle im Mund, sind heute eine Quelle von zusätzlicher allergischer Belastung und toxischer Belastung. Wurzelgefüllte Zähne, völlig unakzeptabel heute, ja, weil wir wissen, dass alle wurzelgefüllten Zähne sind infizierte Zähne, wo lebende Keime in diesen Seitenkanälchen im Zahn leben, die ungeheure Mengen an Biotoxinen erzeugen. Und dann natürlich die Infektionen im Kieferknochen. Das ist so die wahrscheinlich größte Giftquelle, die in jedem von uns steckt. Und wir insistieren bei allen Patienten für eine komplette Zahnsanierung. Und da ist natürlich, das spielt das Geld eine Rolle. Da müssen wir oft Kompromisse machen, zumindest für eine Weile und gucken, wie wir mit minimalen Maßnahmen die wichtigsten Giftquellen entfernen. Und natürlich, wenn Leute neue Wahl treffen müssen, was die Zähne angeht, Amalgamfüllungen sind absolut verboten. Die neuen Plastikfüllungen sollten Bisphenol A frei sein. Ja, das kann sich vielleicht der eine oder andere merken. Und wenn die Wahl ist, einen Zahn zu ziehen oder eine Wurzelfüllung zu legen, Wurzelfüllung ist akzeptabel, wenn es ein Kind ist, das noch wächst, dass wir die Anatomie nicht zu sehr verbraten. Mhm. Aber wenn jemand bereits ausgewachsen ist, dann sollte die Wahl immer sein, den Zahn zu ziehen. Wir wissen heute, dass die nicht metallischen Implantate zu Kohlenoxid fast immer super vertragen werden, wirklich ohne Spätfolgen. Es geht immer ein, zwei Jahre, bis die wirklich voll eingeheilt sind, aber da sehen wir keine Probleme. Was ein Riesenproblem ist, sind die Titanimplantate. Ja, jetzt wo das berühmte 5G auf uns zurollt, die Millimeterwellen, die verwendet werden für den Handysendefunk, jetzt der kommen soll, Titanimplantate sind haben genau die richtige Länge für einen maximalen Empfang auf diesen Wellenlängen. Das heißt, der Titan verdichtet den Elektrosmog in unser Nervensystem und in unser Gehirn. Und es ist eine Katastrophe. Es ist bereits jetzt eine Katastrophe, aber es wird nicht haltbar sein in einem Jahr oder zwei, wenn 5G überall eingebaut wird. Okay, jawohl. Ja, Dietrich, ich bin ein bisschen geflasht von den vielen Informationen. Also das ist ganz toll für jeden, der jetzt gerade zuhört, der dir folgen kann. Es gibt ganz viele Hinweise und Ideen, wie man sich verhalten kann, wo der Fokus zu legen ist. Und ich denke, das bringt viele Menschen weiter in ihrer Suche nach Gesundheit oder auch in der Vermeidung von Krankheit, also in der Prophylaxe, einfach zu schauen, dass man vielleicht gar nicht erst da reingerät in diesen Strudel von chronischer Infektion oder chronischer Krankheit. Vielen, vielen Dank dafür. Ich sage vielleicht noch was Vereinfachendes, oder? Wir machen seit 40 Jahren, jetzt gibt es dieses Wort Chlorella-Babys, ja, dass wir eine Frage, die oft kommt, ist, wie schützen wir Leute vor der Schwangerschaft und während der Schwangerschaft und wie schützen wir die neugeborenen Babys? Und möchte ganz klar sagen, dass einfach nur durch die Einnahme von relativ hohen Dosen von Chlorella
hat es bis jetzt unter den Frauen, die diesen Weg gegangen sind, kein autistisches Kind gegeben. Und jetzt, wo bei euch auch die Zwangsimpfungen kommen, wir können einigermaßen schützen vor den katastrophalen Konsequenzen der verwendeten Impfstoffe, indem wir den Kindern hohe Dosen Chlorella vor, während und hinterher geben. Das wollte ich nur einbauen, wenn Leute, ich weiß, heute Leute haben Schwierigkeiten mit Langzeitgedächtnis und Kurzzeitgedächtnis. Ja, früher sich nur eins merken können, wie sie sich schützen können, dann wäre das Wort Chlorella. Okay. In dem Zuge Impfung, ganz kurz eine Frage von meiner Seite, so eine leicht forschende Frage. Ist es sinnvoll, Koriander mit DMSO zu verbinden und die Schulter der Kinder zu tränken, quasi über ein, zwei Tage mit diesen Substanzen, sodass es schön abgeleitet wird? Ja, das ist von der Wissenschaft ja heute klar. Das bei, zum Beispiel bei der MMR-Impfung. Das Aluminium-Depot, was mitgesetzt wird, hier für Monate besteht und langsam abgebaut wird. Und dieses Aluminium, 80% davon enden letztlich im Gehirn. Und das können wir relativ gut reduzieren, einfach indem wir lokal hier was anwenden. Ich spritze selber nach den Impfungen, wenn es dann doch passiert, Desferal ist ein schulmedizinisches Mittel, was Aluminium bindet und entfernt und umspritze diese Gegend 2-3 Mal in den nächsten Wochen mit Desferal. Und bei den Impfstoffen, wie zum Beispiel Grippeimpfung oder Tetanus, da verwende ich die MPS, weil da ist Quecksilber drin. Das hat ausgezeichnete Effekte, wobei ich sagen muss, dass wir wissen heute von den vielen Studien, die es gibt zu dem Thema, dass in den Impfstoffen sind eben, da ist auch Blei drin, da ist Glyphosat, wurde gefunden in allen Impfstoffen, und Retroviren, aktive Retroviren. Und natürlich, viele Impfstoffe sind gewachsen auf menschlicher DNA und das erklärt, warum es so viele langfristige Veränderungen im Immunsystem gibt in Richtung Autoimmunerkrankungen, sodass wir da eine ganz neue Wissenschaft. Ich bin kein Impfgegner, aber ich bin dafür, dass wir saubere Impfstoffe brauchen, die es im Moment nicht gibt. Und es werden Impfstoffe aufgezogen, von denen aus wissenschaftlicher Seite her das unhaltbar ist. Ja. Wunderbar. Ja. Vielen lieben Dank. Matthias, war schön mit dir. Ja, war schön mit dir auch. Ich möchte einfach nur noch einmal die Info loswerden. Jeder, der in Deutschland, Österreich, in der Schweiz ist, aber auch in England oder in anderen Ländern, es gibt die Möglichkeit, Therapeuten zu suchen, zu finden, die schon Ausbildung bei dir genossen haben. Es gibt einmal das INK-Institut, das ist INK-AG, wir werden das verlinken. Es gibt auch das Pendant dazu in der UK. Wie heißt da die Adresse? Das www.klinghardt-institut. Institut mit dem E hinten dran, institute.com. Genau, ja, wir sehen es hinter dir auf dem Schild, genau, sehr schön. Also das heißt, es gibt Möglichkeiten, an Menschen ranzukommen, an Therapeuten, an Ärzte dranzukommen, die das Wissen, das du jetzt gerade dargelegt hast, eben auch haben und auch verbinden mit dann Therapie und Heilung und uns alle irgendwie ein Stück weiterbringen können. Vielen Dank, Dietrich. Ja, danke, Matthias. Danke für die Arbeit, die du machst. Ja, tschüss. Tschüss, ciao.